Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. In diesem Video wollen wir mal das Speedwax und das Car Wax and Polish von Action testen. Ich habe die Autopflegeprodukte von Action ja vor ungefähr einem Monat mal in einem Video getestet und ja, diese Versiegelungsprodukte wollen wir uns mal im Speziellen anschauen. Ich habe hier dafür mal die Heckklappe vorbereitet und dann gucken wir uns einfach mal an, was die beiden Produkte so leisten. Dies Speedwax kostet, glaube ich, 1,49 € und Car Wax and Polish irgendwie 2-3 € oder so. Also beides sehr, sehr günstige Produkte. Natürlich, damit der Test repräsentativ ist, entfernen wir hier alle Versiegelungsreste mit meinem stark genutzten Meguiar's Wash Plus. Ne? Hier einfach wieder auf den Schwamm geben, einmal über die Heckklappe fahren und dann sollten die Versiegelungsreste wirklich entfernt sein. Ja, beim Abspülen erkennen wir auch schon, da ist wirklich nichts mehr auf dem Lack drauf. Ist eine super Grundlage, um gleich mal die Wasserverdrängungskraft dieser beiden günstigen Produkte austesten zu können. Ja, ich klebe mir hier jetzt zwei Testspots mit dem 3M Scotch Tape an der Heckklappe ab, damit wir dann wirklich gleich mal den Unterschied erkennen können. Eventuell ist es ja auch vielleicht ganz interessant zu sehen, ob wir vielleicht eine Lackverdunkelung oder sowas haben. Könnte ja gerade bei einer Politur mit Wachsbestandteilen auf jeden Fall der Fall sein. Ja, links haben wir jetzt das Speedwax. Ne, wie gesagt, kostet glaube ich 1,49, sind 400 Milliliter in der Aerosolflasche. Ist auf jeden Fall silikonhaltig, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ich sprühe einfach mal zwei Bahnen auf, so ein bisschen verwirbelt das immer, ne, muss man klar sagen, aber an sich geht das ganz gut. Beim Abpolieren sehen wir das hier schon, dass es wirklich unglaublich schmiert. Ne? Das liegt ganz einfach daran, dass das Produkt im Grunde nur aus Silikonen besteht. Und ja, das ist ein Hin- und Hergeschmiere. Ich habe wirklich schon sehr, sehr gute Tücher. Die sind übrigens unten mal verlinkt. Sehr günstig auf Amazon zu bekommen. Ich glaube irgendwie 12, 13 €, 6 Stück. Wirklich sehr gut für solche Sachen geeignet. Aber ihr seht das hier, da braucht man schon wirklich ein bisschen länger, bis man das Produkt rauspoliert hat. Aber letzten Endes geht es natürlich, ne? Wenn man sich dafür Zeit nimmt, kriegt man das auch wieder auspoliert. Allerdings, mir persönlich ist es zu aufwendig, ganz klar. Ich ziehe da Produkte mit einfacherer Verarbeitung definitiv vor. So, auf der rechten Teilfläche testen wir jetzt das Car Wax and Polish. Wir haben hier 500 Milliliter in der Plastikflasche. Kostet entweder 2,49 € oder 2,99 €. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sehr, sehr günstig. Auch das ist silikonhaltig, wie hinten drauf steht. Und wir sehen schon, es ist wirklich sehr, sehr dünnflüssig. Also, ich habe es hier aufs Tuch gegeben und trotzdem läuft es direkt runter. Also, das ist so, ja, von der Konsistenz her so ein bisschen wie Milch, würde ich sagen. Grundsätzlich. Von der Verarbeitung und vom ersten Eindruck ist es wirklich mehr eine Politur als ein Wachs, ne? Also ich habe jetzt hier tatsächlich das falsche Equipment. Normalerweise hätte ich wirklich ein Politurpad nehmen sollen, vielleicht Sonax P-Ball oder so. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier mit dem Mikrofasertuch. Für so einen ersten Eindruck sollte das auf jeden Fall auch in Ordnung gehen, denke ich mal. Ja, ich poliere das hier jetzt erstmal im Kreuzstrich ein paar Bahnen ein. Wir sehen das schon hier auch im Tuch, ne? Ganz typisch Politur, ne? Wie man das so kennt. Das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, aber so von der Verarbeitung funktioniert das auf jeden Fall gut. Ja, nach 2, 3 Minuten hier mache ich mal den Wischtest. Das Ganze ist also bereit zum Abpolieren, schmiert nicht mehr. Und hier kann man wirklich sehen, da muss ich das Produkt wirklich loben. Ne? Ihr seht das hier, lässt sich wirklich schön abpolieren. Also im Vergleich zu dem Spraywax geht das hier wirklich gut. Wie gesagt, ist halt auch ein qualitativ gutes, hochfloriges Mikrofasertuch. Aber ne, hier habe ich wirklich ein, zwei Bahnen und dann ist das komplett weg, das Produkt. Und man muss sagen, wir haben jetzt hier bei dem Polish and Wax eine ordentliche Lackglättung. Links hingegen bei dem Speedwax merken wir das nicht. Da ist die unversiegelte Fläche genau gleich. Aber rechts, wie gesagt, auf jeden Fall eine Lackglättung, das muss man sagen. Aber in beiden Produkten haben wir ja füllende Silikonbestandteile, deswegen wundert es mich, dass wir das beim Speedwax jetzt nicht haben. Ja, ein weiterer Faktor, wir sehen rechts ganz klar eine leichte Lackabdunklung, ne? Also das können wir ganz klar erkennen. Gut, hier ist jetzt noch der Streifen vom Klebeband, der verdeutlicht das jetzt nochmal etwas zusätzlich. Wenn ich den jetzt hier wegpoliere, erkennt man es in der GoPro nicht mehr wirklich so gut. Aber im Real Life kann ich euch wirklich sagen, yo, rechts haben wir wirklich eine kleine Lackverdunkelung drin. Wie gesagt, wir haben ja auch Silikone drin, die setzen sich ja ganz klar in die Kratzer rein. Daran liegt das wahrscheinlich. Ja, natürlich müssen wir jetzt hier auch einmal das Wasser, Abperl- und Ablaufverhalten testen. Ich sprühe erstmal so ein bisschen mit der Sprühflasche auf,
Weil da kommt jetzt tatsächlich die Ernüchterung. Also ihr seht das hier, naja, so richtig perlen tut hier nichts, ne? Also man bilden sich immer noch Wasserlachen. Ich persönlich würde auch hier sagen, dass rechts das Polish and Wax ein bisschen besser arbeitet. Bei links, bei dem Spray Wax, sehe ich überhaupt keinen Unterschied zu der linken unversiegelten Fläche. Wobei ich natürlich auch nicht ausschließen kann, dass da so ein klein bisschen Overspray rübergekommen ist. Durch diese Aerosolflasche kann das auf jeden Fall sein. Aber hier, wenn ich jetzt auch nochmal den Hochdruckreiniger nehme, ja, man sieht das ganz klar. Wasser wird nicht wirklich gut verdrängt. Im Prinzip rechts auf der Polish and Wax-Seite ein klein bisschen besser, aber auch längst nicht gut. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Da unten bleibt wirklich dieser Wasserteppich komplett liegen. Also ja, da gibt es definitiv Besseres. Auch hier, wenn ich nochmal das Ablaufverhalten teste. Also der Wasserfilm tut sich wirklich schon sehr, sehr schwer, hier überhaupt abzulaufen. Im Vergleich zur unversiegelten Fläche eigentlich kein wirklicher Unterschied zu sehen. Ne? Also als Versiegelung sind beide Produkte meiner Meinung nach definitiv ungeeignet. Ja, kommen wir mal zu so einem kurzen Fazit. Also meiner Meinung nach ist das Speedwax nicht wirklich empfehlenswert. Wir haben keine wirkliche Versiegelungsleistung und auch keine Lackauffrischung oder ja, Lackglättung. Also das kann man sich meiner Meinung nach sparen. Da gibt es für, weiß nicht, 10 € oder so mit einem Sonax Brilliant Shine Detailer deutlich, deutlich, deutlich mehr Produkt fürs Geld. Das Car Wax and Polish finde ich hingegen gar nicht mal so verkehrt. Klar, also die Wachsbestandteile sind auf jeden Fall zu vernachlässigen. Ich glaube, dass da nicht wirklich viel Wachs drin sein wird. Das ist halt eine Politur mit Silikonbestandteilen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man sein Auto verkaufen will und schnell nochmal die ganzen Mikrokratzer zuschmieren möchte, den Lack so ein bisschen zum Glänzen bringen möchte, dann ist so ein Produkt gar nicht mal so verkehrt. Ne? Ich meine, das ist natürlich Pfusch, gar keine Frage. Aber ich denke, für so ein Produkt gibt es auf jeden Fall Anwendungsfälle. Ja, das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao.